So, hallo, willkommen zum nächsten FLIVE-LP. Wir sind heute wieder auf Lunaria FLIVE, haben jetzt eine Party mit immerhin 5 Füllern. Wir waren mal voll, aber ich hatte vorher einfach keine Zeit, beziehungsweise einfach zu laut zum Aufnehmen. Und wir laufen in die falsche Richtung, by the way. Genau, deswegen muss ich jetzt leider warten, bis die Party leer ist. Klingt jetzt dumm, ist auch dumm, aber egal. Könnte noch mit eine Party mit 4 Leuten gehen. Ich weiß noch nicht, ob die Skills hat. Wir müssen aber schauen mal schnell rein. Fliegt sich so schnell, man kann nicht mal irgendwas nebenbei machen. Warte, wir können doch gleich nach Kontrolle gehen, oder? Uns fehlt immer wieder an Money hier. Das ist ja wieder das andere Problem. Level 196. Ja, der hat bestimmt Skills. Ne, dann bleiben wir mit einer anderen Party dran. Genau. Okay. Buffs haben wir jetzt mal ganz kurz schnell. Wobei, Link haben, ja, Link haben, ja. Egal, passt schon, alles super. Ne, wir wollten uns wegporten, so. Da kommt 3. Ich habe leider kein Geld dafür, deswegen, ha. Ganz nice, wie immer, aber. Wie gesagt. Ist das nicht so schlimm. Wo waren die Mobs hier? Boah, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung mehr, wie man hier levelt. Hier. 90er, ja, da fliegen. Nee, nein. Wir sind 76. Nein, 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 nein. Sicher nicht. Ganz sicher nicht. Hier die. Da waren noch das Land. 78, 88. 84. Ja gut, und da kommt 3, sollte man jetzt so hochgehen, weil. Oh, Ringmaster, du fliegst wieder irgendwo hin. Boah, mit den Boards, die sind so schnell. Ist zwar einerseits gut, aber andererseits. Du verlierst eben so schnell die Orientierung, beziehungsweise du verlierst einfach deinen anderen Charakter. Hier muss man. Und weil, wenn du mal irgendwie einen Moment lang nicht aufpasst, dann stehst du instant wieder irgendwo. Und ja, So, nee, Antrieb brauchen wir nicht. Hier, den haben wir schon wieder. Ach, 70. Ah ja, wir können hier hinten bei den Irons also leveln. Geht auch noch. Deutsche Gilde sucht der erste aktive, live erfahrene, lustige und geistig erwachsene Gamer. Oha. Bisschen viele Anforderungen, würde ich sagen. Bossmonster entdeckt. So, schauen wir mal. Was haben die 3 und 3 und 8. Ja, gut. Ja, gut. Gut. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade überhaupt Sounds haben. Ich hoffe es einfach mal. Ich bleib vielleicht auf dem Board hier unten und jetzt schon ein bisschen weit laufen. So, einmal, zweimal, dreimal. Und das hier noch. Gut, haben wir auch ein bisschen was zumindest dabei. Upgrade können wir noch reinhauen. Okay. Damage ist auch in Ordnung. Love Shop vielleicht können wir auch noch mit reinhauen. Und ein Fun eventuell noch. Genau. Ja. Erstmal fast drauf gehen. Kommt immer ganz gut, glaube ich. Weil unser Attack Speed ist so low. Wir haben hier 83% Attack Speed. Gut, das geht eigentlich, aber mit Berserk sogar. Das heißt, gleich haben wir nur noch. Gar nichts mehr. 71. Wow. Ja, weit entfernt von 100, aber. Gut, müssen wir irgendwie mit auskommen. Geht halt gerade nicht anders. Nein. Bisschen ungewohnt, aber naja. Gut, ich meine, die Farmjobs, wie gesagt, die droppen hier eigentlich auch echt ganz gut und. Wie es mit dem Geld ist und so, müssen wir mal schauen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier auch ganz gut an Geld droppen werden. Also bin ich relativ zufrieden. Na, okay, 11k. Wieso leveln wir nicht Dark und 3 und nicht in Tower? Never go full brain AFK. Gut. Nee. Nee.
Ich dachte mir irgendwie so, am Anfang wollte ich ja Dark und 1 leveln, glaube ich. Und dann kam mir irgendwie so der Gedanke, ach ja, nee, wir müssen ja noch, wir müssen, können ja schon höhere Mobs machen, weil wir sind ja hier Level irgendwas. Und irgendwie halt dann so full Mindfuck und so und keine Ahnung. Ne, ich habe echt keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir hier im Dark und 1 Bereich sind, also vom Level Bereich von Dark und 1 sind. Und dachte mir dann irgendwie, dann fliegst du einfach ein paar Mobs weiter und irgendwie so. Wow. Wow, die Spawns sind hier so dünn besiedelt irgendwie. Bisschen nervig. Müssen wir immer gleich mal Spirit forgen. Damit soll es hoffentlich ein bisschen schneller abgehen. Wie gesagt, müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht nein. Dass wir vielleicht irgendwie bald mal das Geld zusammenkriegen für ein Astria-Ticket. Weil im Moment ist das echt nicht so geil, hier zu leveln. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Mit 11k Credits pro Map kommen wir echt nicht weiter, also. Mit 12k pro Map. Ich sag, da kommen wir echt nicht wirklich weit. So, jetzt haben wir immer erstmal wieder 2 und mehr und Spirit Fortune. Oh Gott. Ich bring das hier 140 damals gut. Hat schon Bedenken, dass sie eventuell hier irgendeinen Crap-Effekt hat, aber ist in Ordnung. Was bringt hier? Oh, 5% Attack-Rate. Nice. Sehr nice. Sehr nice. Das heißt, wir haben hier erstmal keine Hitrate mehr, aber... Warte, wir könnten uns generell erstmal buffen. Boah. Ich bin irgendwie echt ein bisschen neben der Spur. Okay, so, jetzt haben wir uns immer mal gebufft. Jetzt haben wir 88% Attack-Speed und ein bisschen mehr Laufspeed und alles. Und mehr Hitrate und mehr, ja, jetzt kann man hier langsam anfangen zu leveln, ja. Genau, jetzt geht's ja auch ein bisschen schneller. Ich dachte mir gerade schon, wir haben doch letztens nicht mit so weniger Attack-Speed geleffelt. Und generell allem und Hitrate und so und... Genau, ja, jetzt ist in Ordnung, jetzt passt, jetzt ist alles easy. Wow, jetzt gehen ja die Skills aus. Jetzt leveln wir sogar noch die Party, glaube ich, oder? Kriegt ihr die XP doch uns? Wenn ich mal verrecken würde hier. Wow, haben wir jetzt hier ohne Link irgendwie keine Hitrate mehr? Ja, kriegt doch uns ganz gut, XP eigentlich sogar. Könnt ihr eigentlich sich echt mal ein bisschen engagieren und hier mal Skill dran haben? 2, 4, 5, 6, 5, ja. Bisschen scheiße jetzt. Raw X. Ich sterbe immer schon wieder fast. Sehr nice. Aber gibt's denn keine Filler? Das kann's nicht sein. Kaum irgendwie wird er hier mal fällen können. Kann nicht sein. Der ist scheinbar AFK. Ist ja nice. Die hat Skills. Oha! What the fuck? 9,5 Kreuz. Ach so, weil die hier voll ist. Aha. Profilux. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. Aber egal. Kann man braucht nur diesen Rissolin da kicken. Nein, den will ich jetzt hier weniger. Boah, wenn es jetzt schon wieder so rausläuft, dass wir ohne Party leveln müssen, dann kriegen wir einen Vogel. Oh, er macht's wirklich. Nice. Einmal muss ich jetzt nicht buffen. Nein, ja, so.
Was haben wir für ein Level? 78. Vom Geldtechnischen her. Schaut schon immer schlecht aus. Gut, wir könnten hier mal unser Trancy benutzen. Ich habe letztens einen Trancy erwartet, by the way. Nein, Alter. Wie mich das aufregt, die ganze Zeit, dass die Items immer droppen und wieder einsammeln. Das ist echt dezent nervig, also muss ich echt mal sagen. So, dann haben wir einmal unser Trancy. Please equip the item first. So, das andere ist auch wahrscheinlich auch noch da. Waffen auch noch. Also hier. Yay, sind wir total männlich. Einige uns. Scheiße, ist aber kein Equipment mehr. Cheat. Ja, das war schon eine schlaue Aktion. Bringt total eben nur so schlaue Aktionen, das ist richtig gut. Wow. Oh Gott. Okay, die hauen uns aber gar nicht mal so krassen Schaden. Na gut. Ne, aber richtig förderlich, was wir gerade machen. Das ist richtig, richtig strong. Richtig strong, professionell, so wie jeder Fleischspieler einfach levelt. Aber den XP hat sich jetzt noch mal einiges getan, muss man sagen. Also, jetzt mit voller Party und so. Ist das schon nochmal ein gutes Stück gestiegen. Also, geht eigentlich. Gehen wir gleich nochmal nach Darkon, holen uns hier Equipment und leveln am Tower weiter, aber ganz ehrlich gerade. Nicht so sinnvoll, was wir gerade machen. Das muss ich hier, glaube ich, schon ein bisschen eingestehen, weil... Ich glaube, ich kann jetzt nicht leugnen. So. Nee, das Schild, das Schild. Gut, wirklich viele gibt es das Ganze hier aber echt nicht. Nee. So, dann schauen wir kurz. Braunhoff Boots und Helm. Gehen noch einmal hier equippen, nochmal da equippen. Genau, ein bisschen mehr Rüstung, um einiges mehr Rüstung sogar. Könnten sie auch noch das Suit holen, aber ich glaube, das ist gerade echt unwichtig. 75er extra, ja, kauf mal. Definitiv. So, dann gehen wir kurz in den Tower rein. 74 bis 82. Nee, wobei. Gehen wir lieber gleich mit rein. So. Gehen wir die ab mal noch ein bisschen weiter. Moment, Element drauf ist gleich vollkommen irrelevant. Ja, ist eigentlich nicht klar, aber jetzt gerade in dem Fall ist es vollkommen irrelevant. Wow, kann sie mir funktionieren, bitte? Ich würde ganz gerne leveln. Was haben wir noch alles? 8 und 11. Nee. Gehen wir ein Stückchen weiter. Smalls hier, ja. Sieht gut aus. So, jetzt sieht so aus, als hätten wir irgendwie übelst stronges Equipment an oder so. Aber eigentlich haben wir nicht mal ein stronges Equipment. Aber egal, weiß keiner. So, 8,3k Hits an den Mobs, das ist ganz gut eigentlich. Kann man nichts sagen. XP sind auch, naja, okay. Schauen wir mal, okay. Wow, und die Pena-Drops sind praktisch nicht vorhanden. Oder? Kriegen wir noch mehr Pena? Nee, kriegen wir nicht. LOL! What the fuck war das gerade? Ich war gerade kurz auf dem Ringmaß und auf einmal war ich down. Entweder ich gerade vergessen zu fooden und war gerade irgendwie kurz Brain AFK oder hab gerade einfach nicht aufpasst. Oder die haben mir gerade einen One-Hit gegeben. Hab ich gerade nicht gesehen leider, aber ja. So, einmal, zweimal.
Das heißt, es wird sich immer trinken lassen, möglichst dann, dass wir hier irgendwie leveln können, oder? Weil mit 3,7 KP, die haben noch niemals so viel Damage eigentlich. Also in der Regel nicht. Wir haben zumindest neu. Wir können auch den Skill damit benutzen. bisschen hoch. 96 will ich noch nicht, weil dann brauchen wir keine Sorge mehr, One-Hits machen, oder? Brauche mich zumindest nicht wundern, wenn die mich One-Hitten. Gut, die machen schon, die machen echt viel Damage. Gut, ich gebe jetzt einmal hier Dauerheal, aber. Also wie gesagt, One-Hits sollten hier eigentlich die nicht mehr verteilen. Muss wieder auswählen, was wir einsammeln müssen. Auf jedem Surf immer anders, das ist echt ein bisschen blöd. Okay, wenn wir hier die ganzen Waffen einsammeln und so, dann sollten wir unser Geld für Astria easy innerhalb von ein paar Mobs zusammen haben. Das sollte echt kein Problem sein. Nee, 2,2 Crit. Die haben mich vorhin nicht gewonnen, das war halt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Genau, jetzt sind wir E-Level up, haben wir mehr AP, machen die ganz weniger Damage. Nee. Sollte nur passieren. So, irgendwas Level 70, das heißt, ich glaube 75 kriegt ein GT, ja. Dauert es halt noch ein bisschen. Aber dafür kann man halt dann echt richtig strong uprappen. Haben wir hier eigentlich noch irgendwo unsere Moonstones? Haben wir auch schon Moonstones getroppt? Sagen wir mal so. Kein einziges muss ja. Ne. Schade. Weil ich will nebenbei irgendwie ein bisschen collecten, wenn ich hier offline bin. Aber das Problem ist nur, um den Moonstone ist es ein bisschen schlecht, beziehungsweise zögert sich das Ganze ein bisschen lang raus. Deswegen würde ich ganz gerne noch wieder meinen Collect uppen, bevor ich wieder anfange zu saugen. Bevor ich generell mal anfangen kann zu saugen, weil das Ganze ist ja wieder erst Level 80. Aus irgendwelchen ungleichen Gründen. Vielleicht einfach wegen Saugkraxen oder so, weiß ich nicht. Ne, wir sollten uns irgendwie auch mal irgendwie Waffen farmen oder so. Wäre echt sinnvoll. Irgendwie, gut, ich meine, ob Piss-Axe jetzt Sinn machen, weiß ich nicht, aber hier Endless-Waffen und so können wir uns echt ganz easy farmen. Also. Und um ehrlich zu sein, ich hätte auch wieder Bock drauf. Also. An sich, ja, ganz lustig mal. Mal wieder generell was farmen oder irgendein paar Gigs klatschen und so. Ist auch mal ein bisschen Abwechslung. Wenn man natürlich dann auch noch so ein paar Sachen droppen kann, die wir dann später noch benutzen können, wäre es natürlich gleich doppelt nice. Wie gesagt, Abwechslung fürs Let's Play und wäre auf mich. So, jetzt haben wir schon wieder unsere Viertelstunde voll. Ich werde es gleich im Anschluss noch eine Folge aufnehmen. Und ja, sag erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.